Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg, dem Himmel auf Erden. In Zusammenarbeit mit dem Hamburger Abendblatt und der Audio Consulting Group schickt sie Thomas Kraupe unter das Himmelszelt. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats Juli. Die Sonne hat vor wenigen Tagen erst den nördlichsten Punkt im Tierkreis erreicht und beginnt nun mit ihrem Abstieg zum Himmelsäquator. Bis zum 20. Juli steht sie noch vor dem Hintergrund des Sternbilds Zwillinge, bevor sie in das Tierkreissternbild Krebs tritt. Der Sommer hat gerade erst begonnen und die Nächte sind im Norden Deutschlands von hellem Dämmerlicht erfüllt. In den ersten Monatstagen kommt dazu noch das helle Licht des Mondes, der am 3. Juli die Vollmondstellung erreicht und dabei im Tierkreis der Sonne genau gegenübersteht. Er steht im südlichsten Punkt des Tierkreises im Sternbild Schütze. Dieser Juli-Vollmond schleicht förmlich am Südhorizont entlang. Es ist dies der niedrigste Vollmond und die kürzeste Vollmondnacht des Jahres. Bei einem nächtlichen Spaziergang ist er ein besonders schöner Anblick, wenn er zwischen den Bäumen und Häusern hervorlugt und uns besonders groß und durch die Lufthülle der Erde verfärbt erscheint. Erst nach dem 11. Juli hat sich der abnehmende Mond in die zweite Nachthälfte zurückgezogen. Die Neumondstellung ist am 19. erreicht und in der letzten Juliwoche zeigt sich der Mond wieder zunehmend am Abendhimmel. Wir sind unter freiem Himmel. Es ist gegen 23 Uhr und die ersten Sterne zeigen sich